Ist dir schon mal aufgefallen, dass Dinge, die früher tabu waren, heute in Ordnung sind? Und dass Dinge, die früher in Ordnung waren, heute tabu sind? Regisseure, Musiker und andere Künstler entschuldigen sich heute für ihre Meisterwerke, die sie vor 10 Jahren produziert haben. Sie werden von der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt, wegen Darstellungen, die früher noch in Ordnung waren, es heute aber nicht mehr sind. Auch bezüglich der islamischen Community sehen wir, dass Dinge, die früher noch einfach gewesen sind, heute schwer gemacht werden. Das Gebet, das Fasten oder der Hijab, das Bekennen zum Islam als die eigene Lebensordnung, hat vor einigen Jahren noch keine Probleme verursacht. Heute sieht das schon ganz anders aus. Man weiß gar nicht, ob eine Sache, die ich heute tue, morgen schon frauenfeindlich, homophob oder gar radikal ist. Das, was heute noch tolerant ist, ist morgen schon intolerant. Und wehe dem, der eines der 500 ausgedachten Geschlechter durcheinander bringt. Wundert sich da noch jemand darüber, warum die Menschen verwirrt sind? Es wird gesagt, diese Dinge ändern sich, weil der Mensch sich weiterentwickelt, beziehungsweise neue Erkenntnisse gemacht hat. Oder weil er Fehler, die er früher noch gemacht hat, heute korrigiert. Doch das stimmt nicht. Es liegt eher daran, dass der Mensch sich seine Neigung zum Herrn genommen hat. In jeder Gesellschaft gibt es Moralvorstellungen. Diese Vorstellungen umfassen das, was ein Volk für gut und für schlecht hält. Sie bestimmen, welche Ziele im Leben erreicht werden sollten, wie ein Mensch wann handeln sollte und welche Eigenschaften er sich aneignen sollte. Wenn sich diese Moralvorstellungen ändern, dann ändert sich auch die Einstellung der Gesellschaft zu dem, was gut und was schlecht ist. Auch das Verhalten, die Ziele und die Eigenschaften ändern sich. Deswegen ist das, was früher gut war, plötzlich schlecht. Deswegen sind bestimmte Handlungen, wie das Tragen des Hijab, plötzlich schlecht. Deswegen ist es auf einmal schön, wenn eine Frau nicht mehr das Ziel hat, Mutter zu sein. Und es ist ebenso in Ordnung, wenn man auf einmal kein Schamgefühl mehr hat. Diese Moralvorstellungen ändern sich, wenn der Mensch sich selbst zur Quelle seiner Moral macht. Er hält das für gut, was sich in seinem begrenzten Verstand gut anhört. Doch kann der Mensch nur selten eine sachliche Entscheidung treffen. Denn es stehen ihm dabei 4 Dinge im Weg. Entweder ist es sein Nafs, der seinen Verstand benebelt, sein Umfeld, welches ihn zu einer ungewollten Entscheidung drängt, sein begrenzter Verstand, der nur kurzfristige Konsequenzen abschätzen kann, oder aber der Scheitan, der die Sünden schmückt und die Neigung provoziert. Man trifft manchmal Entscheidungen, bei denen man von Anfang an weiß, dass man es eigentlich nicht tun sollte. Dass es eigentlich nicht gut ist, diese Sache zu tun. Man isst spätabends noch Süßigkeiten oder ist lange wach, obwohl man morgen früh raus muss und so weiter. In diesen Momenten ist der Verstand benebelt, weil dein Nafs eine Sache will, von der dein Verstand weiß, dass es keine gute Idee ist. Auch das Umfeld spielt eine große Rolle. Gerade während der Corona-Pandemie hat man es gesehen. Viele Menschen haben sich impfen lassen, obwohl sie es eigentlich nicht wollten. Oft wurde der Druck durch andere so groß, dass man es doch gemacht hat. Sei es die Familie, die Freunde oder die Gesellschaft. Dazu kommt, dass der Mensch die Zukunft nicht kennt. Manchmal passiert es, dass eine Entscheidung sich als schlecht herausstellt, obwohl man dachte, sie wäre gut. Man denkt sich dann, hätte ich das doch lieber nicht gemacht, weil man im Nachhinein gemerkt hat, dass es doch falsch war. Anders ausgedrückt, der Mensch kennt oft die Konsequenzen seines eigenen Handelns nicht. Und letztlich beeinflusst der Scheitan unsere Entscheidungen, er schmückt uns das Schlechte aus und macht es uns schmackhaft und reizt den Nefs. All diese Dinge sorgen dafür, dass die menschengemachte Moral wie ein Blatt im Wind ist. Mit jedem kleinen Windhauch kann sich die Richtung ändern. Allah subhanahu wa ta'ala belehrt uns darüber im Koran und so sagt er, vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Die Moralvorstellung, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt, ist frei von all dem, was den Menschen daran hindert, eine richtige Moral hervorzubringen. Allah subhanahu wa ta'ala ist keinem einzigen der Dinge ausgesetzt, die den Verstand des Menschen trüben. Weder beeinflussen ihn irgendwelche Neigungen, noch kann irgendetwas ihn unter Druck setzen. Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Zukunft und Shaitan kann ihn nicht einflüstern. Deshalb haben wir Muslime eine feste Moral, an der sich die Menschen bis zum jüngsten Tag orientieren können. Wir sind geradlinig. Wir haben eine klare Position. Was heute schlecht ist, wird auch morgen schlecht sein,
Und was heute gut ist, wird auch morgen gut sein. Von uns wird häufig gefordert, uns anzupassen. Doch woran genau sollen wir uns anpassen? An eine sich ständig ändernde Meinung? An eine sich ständig ändernde Wertvorstellung? An eine sich ständig ändernde Vorstellung von Gut und Böse? Derjenige, der sich darauf einlässt, wird niemals damit aufhören, sich ständig zu verändern, bis er seine eigene Persönlichkeit verliert. Die Probleme der islamischen Community in Deutschland sind nicht da, weil wir uns verändert haben, sondern weil die Gesellschaft sich verändert hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine feste und objektive Moral vorgegeben, an der wir uns festklammern, weil wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Wer sich daran hält, wird auf dem geraden Weg sein, ebenso wie es die Propheten waren. Er wird im Leben eine geradlinige Persönlichkeit sein und im Jenseits wird er zu jenen gehören, denen Allah subhanahu wa ta'ala jede ihrer Sorgen nimmt und glücklich machen wird.